Wir sind im Fraunhofer FEP, Institut für Organische Elektronik, Elektronenstrahlen, Plasmatechnik. Was passiert heute? Wir drehen die ersten Szenen für den Preisträgerfilm. Was man da im Hintergrund sieht, ist die Remote. Das ist die Anlage, auf der wir die ersten Versuche damals gemacht haben. Wir sind vier Preisträger. Frank Holm vom Fraunhofer FEP, der Martin, der ist vom Fraunhofer IPA in Stuttgart. Und dann sind es noch Sebastian Ulbert und ich, Jasmin Fertel vom Fraunhofer IPSI. Wir proben gerade die erste Szene. Und bitte. Gut, passt. Spektakulär. Ja, den Fraunhofer Preis, den haben wir bekommen für eine pfiffige Idee, Viren zu inaktivieren mit beschleunigten Elektronen. Ganz einfach, im Prinzip. Mit dieser Technik kann man halt Krankheitserreger abtöten und kann daraus zum Beispiel Impfstoffe entwickeln. Sehr spannende Erfahrung auf jeden Fall. Insbesondere die ganze Technik zu sehen mit dem Licht und Schärfe ziehen, ist wahnsinnig beeindruckend. Hinter uns, da finden jetzt gleich Interviews statt mit den Preisträgern dieses Jahr. Sehr aufregend, sehr spannend. Auf einem größeren Kongress, da ist man auch immer total nervös. Aber da wird nicht so viel Equipment aufgefahren wie hier jetzt, sondern da steht man dann halt vorne an seinem Podest und dann rattert man da seinen Vortrag runter. Hier ist das Ganze jetzt ein bisschen aufwendiger. Hier mit unserem Werkzeugkoffer. Heute waren wir am Fraunhofer FEP in Dresden, morgen sind wir am Fraunhofer IPSI in Leipzig. Ja, also wir sind hier im S2-Labor des Fraunhofer IPSI. S2 steht für biologische Sicherheitsstufe 2. Also hier arbeiten wir eben mit verschiedenen Krankheitserregern. Und normalerweise ist es ja so, dass wir hier wirklich konzentriert arbeiten wollen. Daran ist natürlich heute nicht zu denken. Dafür machen wir einen coolen Film, ist auch cool. Wir drehen heute, wie wir die Erreger für die Bestrahlung vorbereiten. In Zusammenarbeit mit einer Medizintechnikfirma werden Maschinen dazu eingesetzt, Impfstoffe herzustellen. Und bitte. Also, wir sind hier in Ilshofen bei Bausch & Ströbel, um den Fraunhofer Preis gemeinsam zu honorieren. Pharmaanlagen zu bauen, das ist durchaus ein sehr komplexes Unterfangen. Sehr, sehr viele Akteure sind beteiligt an der Entstehung einer solchen Maschine. Wir freuen uns, das Ganze durch unseren Beitrag als Technologiepartner bereichern zu können. An der Stelle herzlichen Glückwunsch für die erfolgreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeit in den vergangenen Jahren. Danke fürs Putzen. Unser aller Dank geht an das Team, das dahinter steht und das uns immer unterstützt hat. Da möchten wir alle uns herzlich bedanken bei den Beteiligten. Thank you.